dass ich hier auch verstanden werde mit meinem merkwürdigen Akzent, der nicht brasilianisch ist, sondern altes Süddeutsche, gemischt mit Italienisch vielleicht. Das Erste, was ich hier gerne ansprechen möchte, ist, wie heutzutage überhaupt Wissenschaft stattfindet. Wissenschaftler sind keine Götter, sind auch keine Menschen, die über der Gesellschaft stehen, sondern sind einfach Menschen, die nach Wissen suchen. In diesem Weg zum Suchen nach Wissen haben wir eine bestimmte Methode. Diese Methode wurde entwickelt in einer Zeit, als man den Glauben überwunden hat. Leider haben wir heutzutage mit einer Wissenschaft zu tun, die zu einem Glauben geworden ist. Wissenschaftler glauben an Sachen, die man zunächst nicht beweisen kann. Zweitens, man hasst es, wenn einer auftritt und es falsifiziert, also Angst vor Kritik. So ist es ganz selten, dass sowas stattfindet wie hier. Und drittens, dass bei der Verifizierung es mangelt, denn die meisten Wissenschaftler, wie sie heute mit Themen umgehen, wie zum Beispiel Agrogentechnik, basieren darauf, dass eine isolierte, mechanistische, reduzierte Betrachtung der Natur tatsächlich als Wissen anerkannt werden soll. Was ich damit meine, ist, dass ich zunächst schon ganz gut finde, dass es Menschen gibt, die vor Chemiekonzernen gearbeitet haben und zugeben, dass Chemieeinsatz in der Landwirtschaft der Umwelt schadet. Es ist toll, dass sowas gesagt wird, es kommt leider zu spät, aber dass man von solchen Menschen jetzt erwarten soll, dass sie in der Lage sind, eine pestizidfreie Wissenschaft zu erzeugen, die von Agrarkonzernen finanziert wird, die gerade Chemie verkaufen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das, was Wissenschaft heute bedeutet, mit den ursprünglichen Methoden des Suchens nach Wissen wenig zu tun hat. Denn wenn 80% der Wissenschaftler in dem Bereich von den Chemiekonzernen finanziert werden, dann kann man hier von Freiheit der Wissenschaft nicht mehr reden. Und wenn man hier sagt, dass die Agrogentechnik eine Option sei, muss man auch sagen, es ist eine Option, die andere Optionen verhindert, die viel toller, viel sinnvoller sind. Ich möchte hier ganz deutlich sagen, nach der Erfahrung, die wir haben, weltweit gibt es keine Koexistenz. Wissenschaftler, die das weiter behaupten, die sagen ganz einfach, wir suchen nicht nach Wissen, sondern nach Glauben. Wenn sie daran glauben wollen, sollen sie es glauben. Aber die Praxis zeigt uns weltweit, dass eine Koexistenz nicht möglich ist. Wir wissen auch, dass es dabei nicht sich um eine substanzielle Äquivalenz handelt. Das ist auch ein Glaube. Warum sollten dann substanziell äquivalenten Pflanzen Patenten ermöglichen? Wenn es nichts Neues gäbe, könnte man es nicht patentieren. Was es eigentlich gegeben hat, ist, dass man versucht hat, die Evolution der Lebewesen zu beschleunigen. Wir wissen, dass die Sequenz von Genen in Lebewesen ein Resultat von Anpassung sind. Wir wissen, dass es Mutationen gegeben hat, dass Lebewesen sich so angepasst haben an die klimatischen Bedingungen, dass sie überleben konnten. Wenn wir jetzt davon ausgehen als Wissenschaftler, dass wir so einfach ein Stückchen rausschneiden können und in einem anderen Lebewesen einbauen können, ohne Nebenwirkungen zu erwarten, dann sagen wir tatsächlich nur ein Teil der Wahrheit. Wir wissen, dass diese Pflanzen immunschwach sind.
Es sind ja nur zwei Arten der Gentechnikveränderung auf dem Markt. Herbizidresistenten Pflanzen und Herbizid- und insektenresistenten Pflanzen. Wie kann man dann davon ausgehen, dass eine herbizidtolerante Pflanze, die eigentlich als Lösung gegen eine Resistenzbildung angewendet werden soll, damit man Unkraut noch weiter bekämpfen kann, dass der übermäßige Einsatz von einem einzigen Stoffes nicht weiter zur Resistenzbildung führt? Und das wissen wir aus der Biologie. Und das können wir deutlich darlegen. Alle herbizidtoleranten Pflanzen sind nach 5 Jahren eigentlich gescheitert. Wir wissen dasselbe bei BT-Pflanzen und wir sollten es deutlich sagen. Wenn wir eine Giftpflanze haben, und es freut mich hier, dass nicht immer wieder behauptet wird, dass ein Toxin kein Gift sei. Ja, es gibt Mykotoxinen, es gibt aber auch ein Toxin, das man in eine Pflanze eingebaut hat, in jeder Zelle der Pflanze drinsteckt. Man weiß gar nicht, wie viel Toxin produziert wird. Und wenn man so viel Toxin da hat, auch wenn es keinen Schädlingsbefall gibt, dann beschleunigen wir die Wahrscheinlichkeit zur Resistenzbildung. Ist doch ganz logisch. Das ist die Erfahrung, die wir haben. Die Gentechnik in der Landwirtschaft ist gescheitert. Gescheitert, weil alle die Argumente, die man dafür hatte, nicht belegbar sind. Die Erträge sind geringer, weltweit 5 bis 10% weniger Ertrag bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Die Betriebskosten pro Hektar sind am Anfang geringer, pro Produktionseinheit aber höher, weil man weniger pro Hektar erntet. So ist es für einen Kleinbauer eigentlich gar nicht sinnvoll, wenn die Kosten für eine Produktionseinheit steigen. Und ich kann mir jetzt nicht überlegen, dass die Chemiekonzerne daran interessiert wären, dass das, was sie eigentlich für die Gesellschaft als Forschung darstellen, dass das dazu führen könnte, dass die technischen Probleme in der Landwirtschaft geringer werden. Im Gegenteil, es sind neue Forschungsquellen. Es sind Investitionschancen. Und genau das ist es. Ist es ein Problem für Pharmakonzerne? Ist es ein Problem für Chemiekonzerne, wenn man immunschwachen Pflanzen produziert hat? Nein, umgekehrt. Für sie ist es eine riesige Chance. Für die Kleinbauern insbesondere, die nicht ihre Fläche so erweitern können, wenn ihre Produktivität sinkt und die Betriebskosten pro Einheit steigen, bedeutet es, dass sie landlos werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, selbst für sich Nahrung zu produzieren, gleichzeitig die Menschen sind, die weltweit für 70% der Nahrungsmittelproduktion zuständig sind. Wenn diese Menschen nicht mehr existieren und nur mehr Monokulturen für Großbauern in dieser Welt stattfindet, dann haben wir mehr Hunger und nicht weniger Hunger. Es gibt ein paar Mythen. Ich habe ja gesagt, dass die Wissenschaftler glauben. Also man sollte mal aufhören mit diesem Gejammer, dass Felder zerstört werden, ohne zu wissen, warum sowas stattfindet. Das gibt es weltweit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist. Ich will aber sagen, dass dieselben Wissenschaftler, die nicht verstehen, warum es Unkräuter gibt, warum es Schädlinge gibt, warum es Krankheiten gibt, es auch nicht verstehen können, warum Felder zerstört werden. Weil sie keine Ursacheforschung machen. Was ist eine Ursacheforschung? Ich kann das hier ganz plastisch darstellen. Ein Mensch sucht nach einem Schlüssel neben einem Lichtposten. Da kommt ein Kollege dazu und hilft ihm dabei zu suchen, was er eigentlich da tut. Die suchen nach dem Schlüssel.
Und dann fragt der andere, ja, wie lange sollen wir noch suchen? Bist du dir sicher, dass wir hier den Schlüssel verloren haben? Dann sagt er, nein, ich bin mir sicher, dass ich den Schlüssel ganz da unten verloren habe. Und warum suchst du hier? Weil es hier Licht gibt. Und genau das ist es bei der Agrogentechnik. Wir suchen nicht da, wo es Lösungen gibt. Wir suchen da, wo wir mehr Probleme für die Landwirtschaft schaffen können, damit die Agrarkonzerne mehr über das Ganze verdienen. In Brasilien verdient Monsanto in einem Jahr mehr an Lizenzgebühren als alles, was die brasilianische Regierung in Landwirtschaft investiert. Ist das gerecht? Ist das gerecht, dass ein Wissenschaftler behauptet, wenn er weiß, dass eine Koexistenz nicht möglich ist, denn alle Beweise, die wir weltweit haben, belegen es, dass er einfach Feldversuche macht? Da ist ein Bauer, auch wenn er begeistert, fanatisiert, euphorisch so darstellt, dass er die Felder der Nachbarn kontaminiert. Sind das nicht auch Feldzerstörer? Ein Wissenschaftler also hat nicht das Recht auf Kontamination. Er soll schön im Labor forschen, aber ohne Sicherheitsanlagen. Dass er einfach in der Umwelt da herumforscht, ist eigentlich eine Strategie. Denn es gibt keinen Forscher, der nicht davon ausgeht, dass man das auch kommerziell machen sollte. Sonst wird das Ganze ja nichts bringen. Man soll auch ehrlich sein. In Brasilien hat man es kriminell gemacht, durch den Schmuggel. Gentechnik wurde von Verbrechern betrieben. Dasselbe hat man in Paraguay, dasselbe hat man in Argentinien, dasselbe hat man in fast allen Ländern der Welt. Es sind Verbrecher, es sind Kriminelle, die hinter dem Zeug stehen. Hier nimmt man Wissenschaftler, die eigentlich Feldversuche machen, oder Bauern, die gezielt unterstützt werden und als Opfer gemacht werden, denn am Ende verdienen sie auch nichts mehr. Die sollen das schöne Bild der neue Art der Landwirtschaft vermitteln, die eigentlich ein Rückschritt ist. Eine gescheiterte Technik darf man nicht als Fortschritt darstellen. Wir müssen untersuchen, warum wir so viele Schädlinge haben in der Landwirtschaft. Wir müssen untersuchen, warum wir so viele Krankheiten haben in der Landwirtschaft. Wir müssen untersuchen, warum es immer mehr Unkräuter gibt in der Landwirtschaft. Das ist die entscheidende Frage der Wissenschaft. Und nicht zunächst nach der Lösung suchen und danach sich wünschen, dass die Probleme auftauchen. Und das ist eigentlich die Methode. Und das hat System. Vorher die Lösung und danach erwarten, dass die Probleme auch auftauchen. Vielleicht hilft man auch noch. Ich will jetzt nicht hier davon ausgehen, dass die Wissenschaftler alle das wissen. Ich weiß ja, dass man in der Wissenschaft auch Fachidioten produziert, die eigentlich fast nichts über fast alles versuchen zu wissen oder fast alles über fast nichts. Dass man in diese getrennte Art der Wissenschaft, diese isolierte Betrachtung der Natur, gar nicht das Ganze mehr weiß, welche Zusammenhänge da alle sind. Diese Zusammenhänge, die es da gibt, erlauben es heute zu sagen, es bringt den Konzernen tatsächlich viel, dass man die Pflanzen so verändert hat, dass sie heute mehr Schädlinge und Krankheiten haben. Und das ist die Erfahrung mit allen gentechnisch verschlechterten Pflanzen auf dieser Welt. Alle Pflanzen, mit denen man Gentechnik bis heute versucht hat und auf dem Markt sind, haben mehr Schädlinge und mehr Krankheiten. Das sind die Fragen, die wir Wissenschaftler beantworten müssen. Und nicht Euphorie und Begeisterung verbreiten, um hier zu sagen, die nächste Generation wird aber wunderbar. Wir werden in der Zukunft wunderbare Pflanzen haben. Wir wissen das schon lange, das ist alles Glaube. Das geht nicht. Gene haben nicht nur eine Funktion und das wissen wir in der Wissenschaft. Man sollte sich kein Wundermittel hier vorstellen. Gene haben mehr als eine Funktion. Wenn wir sie einbauen, müssen wir mehr erwarten als nur die Vorteile, die auch kurzfristig sind. Zweitens, Gene, wie alles in der Natur, das wäre eine totale Ausnahme, wenn es nicht so wäre, funktionieren netzwerkartig.
und sie funktionieren unter Anpassung bestimmter klimatischen Bedingungen. Wenn wir das schon mal wissen, dann haben wir einen Schritt weiter, um das ganze Thema Agrogentechnik zu verstehen. Denn es handelt sich ja dabei um eine Art der Technik, die auf mehr Pestizidverbrauch basiert. Herbizidresistenten Pflanzen brauchen mehr Pestizid. Nach 5 Jahren schon. Insektentoleranten Pflanzen erzeugen eine Insektenresistenz, eine Resistenzbildung, und die Bauern müssen mehrere Insektiziden kombinieren, richtige Giftbombe, die dann in der Umwelt eingesetzt werden. Oder sollten wir davon ausgehen, dass aus marktwirtschaftlichen Gründen die Chemiekonzerne sich freuen, dass sie weniger Chemie verkaufen? Das System, das dahinter steckt, ist eigentlich ganz logisch. Und jeder Bauer kann das verstehen. Besonders die Bauern, die diese Erfahrung mitgemacht haben. Ich komme aus einer Bauerfamilie, die diese Erfahrung mitgemacht hat. An der Grenze zu Argentinien mit eingeschmuggelter Soja, die wir als Maradona bezeichnen, weil sie so klein ist, aus Argentinien und süchtig. Das soll die moderne Sojasorte sein, die eine neue Krankheit hat, Fusariose, die mehr Ligninanteil hat, also Holzbildung, sodass sie aufreißt und einfach umkippt, an den Wurzeln Rissen hat, wo die Pilzen einfach reinkommen, haben ja Fusariose, Mykotoxinen, super, ne? Wir haben durch übermäßigen Einsatz von Roundup die Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Pflanze zerstört, sodass wir weniger Ertrag haben. Also kostenlose Düngung haben wir zerstört, was eigentlich viel sinnvoller ist. Wir wussten das ja schon. Warum haben wir es getan? Weil wir dachten, wir müssen an den Fortschritt der Wissenschaft glauben. Und ich hoffe, dass alles, was ich hier gesagt habe, nicht so einfach geglaubt wird und einen Beitrag geleistet habe, um hier zum Denken oder zum Nachdenken eigentlich geführt zu haben. Und ich freue mich, wenn ich auch danach gefragt werde. Vielen Dank. Als nächstes hören wir Reinhard Dennerlein. Er ist Landwirt. 30 Hektar Ackerland, davon sind mittlerweile 35 Hektar Eigentum, der Rest ist gepachtet. 2 Hektar Weinbau dabei. So, zur Fruchtfolie: Wir bauen 80 Hektar Körnermais, den wir für unsere Schweine füttern. Ca. 120 Hektar Weizen und Retikale, 120 Hektar Wintergerste und 10 Hektar sind stillgelegt, ein bisschen schlechte Flächen. Bisschen kleine Flächen, bisschen Randflächen. Unsere Böden sind sehr, sehr stark unterschiedlich. Das geht an von lehmigem Sand über Löss bis zu lehmigem Ton, aber die Masse unserer Flächen sind lehmiger Ton. Bonität, ja, von 40 bis 85 Bodenpunkte. Das Klima ist eigentlich bei uns sehr von der Wärme geprägt, aber leider auch sehr von der Trockenheit. Also wir haben im langjährigen Mittel 550 mm, aber von Jahr zu Jahr sehr stark unterschiedlich. Also im letzten Jahr hatten wir Wasser genug. In diesem Jahr schaut es so aus, dass wir eigentlich am 24. April das letzte Mal nennenswerten Niederschlag hatten. Wenn Sie von uns aus 50 Kilometer südlich fahren, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, die Wirtschaftsweise: Wir wirtschaften seit 2002 komplett fluchlos. Zuvor hatten wir Erfahrungen gesammelt, also hauptsächlich im Wintergetreidebau, weil man hat dann umgestellt mit Zielsetzung Wasserschonung. Das ist eigentlich bei uns im Gebiet der ganz zentrale Punkt und das steht über allem. Man muss einfach sagen, alles, was du im Boden herumarbeitest, verbraucht Wasser und das ist das, was wir nicht haben. So, wir haben dann natürlich den Vorteil, dass wir geringeren Kraftstoffverbrauch haben, wir haben einen geringeren Zeitbedarf und wir haben
Bei uns ist das Gelände nicht eben, sondern doch oft kopiert. Wir haben eine deutlich verringerte Erosion mit dieser Wirtschaftsweise. Wir haben eine deutlich bessere Infiltration, also das zeigt sich mehr und mehr, dass die Niederschläge geprägt sind von Starkregenereignissen oder dann wieder lange Trockenheiten. Also ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Infiltration verbessern. Jeder Tropfen Wasser, der vom Himmel fällt, muss der Pflanze zur Verfügung stehen. Gezeigt hat sich im Laufe der letzten Jahre, dass wir eine deutlich höhere biologische Aktivität haben. Also wir haben einen deutlich höheren Regenwurmbesatz. Die Böden sind deutlich besser befahrbar. Es wird von meiner Seite aus sehr großer Wert darauf gelegt, Bodenschonung. Also jedes Fahrzeug, das den Acker befährt, hat einen maximalen Luftdruck von 1 bar. So, und insgesamt resultiert daraus ein höheres Ertragsniveau. Ich habe von der Tierhaltung gesprochen. Wir haben eine reine Schweinemast und produzieren im Jahr ca. 6.000 Schweine. Das Futter ist der Körnermais, der selbst angebaut wird, ist als Ganzkorn, wird er eingelagert. Dann die Gerste, Soja und Mineralstoff. So sieht der Betrieb von oben aus. Das ist der Schweinestall. Hier haben wir unsere Transportkapazität. Wir bringen unsere Schweine auch selbst zum Schlachthof. Hier ist die Gülleausbringung dargestellt. Also das ist von mir eine selbst entwickelte und selbst konstruierte und auch selbst gebaute Gülletechnik. Wir legen also größten Wert auf Bodenschonung. Wir legen größten Wert auf Gülleverteilung, weil ich der Meinung bin, dass wir nur den Nährstoff in der Gülle anrechnen können, wenn wir ihn auch exakt verteilen. Deswegen bin ich schon seit 1991 zugange mit der bodennahen Ausbringung mit Schleppschlauch. Ja, hier ein bisschen den Jahresablauf dargestellt. Düngung, Pflanzenschutz, Maissaat, Maisernte, findet also alles mit eigener Technik statt. Die Maislagerung, das ist ein Ganzkorn-Silo. Also Ganzkorn, der Mais kommt in das Silo ohne jeden Zusatz, so wie er vom Acker kommt. Ist ein gasdichtes Silo, um eben Einflüsse, die in der Lagerung die Futterqualität verschlechtern, ausschließen zu können. So, dann das stellt es dar, was passiert dann nach der Saat, nach der Maisernte, wenn die Stoppeln bearbeitet mit der Scheibenegge oder mit dem Mulchgerät und der Scheibenegge oder mit dem Mulchgerät und Grubber, je nach Verhältnisse. Also so ist dann die Direktsaat in den abgernden Maisacker. Ja. Die Gründe für den Maisanbau, also wir brauchen den Mais zunächst auf jeden Fall für die Fruchtfolge. In unserem Betrieb wird eine Fruchtfolge eingehalten von 25% Mais. Lieber, muss ich aber sagen, wären wir 33% Mais und 75% Getreide. Der Mais, der weitere Vorteil ist eine Risikoverteilung. Ich habe es angesprochen, bei uns in der Gegend ist es sehr, sehr trocken. Und die Niederschläge fallen je nachdem zu anderen Schwerpunkten. Wenn ich jetzt nur Metroschfrüchte habe, wie zum Beispiel Raps und Getreide, dann habe ich den Nachteil, dass ich, wenn ich in diesen Bedarfsspitzen vom Raps und Getreide keine Niederschläge habe, von Jahr zu Jahr sehr unterschiedliche Betriebsergebnisse habe. Also das ist eine Frage der Risikoverteilung. Dann die Humusbilanz wird durch den Mais verbessert, weil eigentlich das ganze Maisstroh am Acker bleibt. Der Mais hat bei uns das höchste Ertragspotenzial. Die Gülleverwertung, wie angesprochen, also ich bin in der Lage, die Gülle 9 Monate zu lagern und im Frühjahr dann mit dem Schleppschlauchverteiler auszubringen, unmittelbar einzuarbeiten. Also bei uns kommt nie das nächste Fass Gülle, bevor das letzte eingearbeitet ist. Die Arbeitswirtschaft ist beim Mais natürlich hervorragend. Mais säen und ernten. Sag ich mal, mit Hilfe der Gentechnik überhaupt. Und eigentlich ein Herbizidmanagement. Es ist ganz wichtig, wie schon gerade angesprochen, Resistenzen. Selbstverständlich gibt es Resistenzen überall. Wenn ich, eine sehr enge Getreidefruchtfolge habe, dann erzeuge ich Resistenzen zum Beispiel gegen Gräser, gegen Fuchsschwanz und. Wenn ich nur Mais als Monokultur habe, erzeuge ich wieder Resistenzen dahingehend,
alles, was um den Maisanbau, also alle Flora und Fauna, die eben im Mais sich besonders wohlfühlt. So. Und deswegen brauchen wir eben diese Fruchtfolie und für die Fruchtfolie auch das Herbizidmanagement. Und der Mais ist eigentlich ein sehr, sehr schmackhaftes Futter. So, jetzt die Gründe für den BT-Maisanbau. Also wir beschäftigen uns mit dem BT-Maisanbau eigentlich schon länger in der Information, aber im direkten Anbau erst seit dem letzten Jahr. Und ich wollte wissen, wie wirken sich diese Versuche, die irgendwo in Brandenburg oder in den USA oder sonst wo gemacht werden, wie wirken die sich bei mir unter meinen klimatischen, unter meinen Anbaubedingungen aus? So, und da hat man im letzten Jahr dankenswerterweise mit der Unterstützung von Professor Schier ja mal herausgearbeitet, wie ist der Befall, wie ist die Wirkung und wo sind die Kosten. So, und der Zünsler ist bei uns im Gebiet momentan der bedeutendste Schädling. Also es gibt kein Jahr, in dem wir nicht bekämpfen müssen. Wir haben einen Befall bis 100%, Ertragsausfälle zwischen 10% und 50%. Der letzte gravierende Ertragsausfall war im Jahr 2006. Hoher Befall mit Maiszünsler verursacht automatisch einen hohen Befall mit Kolbenschimmeln, hohen Befall mit Fusarium. Und das Stuart ist momentan das einzig zugelassene Insektizid dagegen. Und wegen der großen Bedeutung des Maiszünslers im nordbayerischen Raum ist jetzt mittlerweile mit Sondergenehmigung auch eine zweimalige Applikation mit Stuart zulässig. So, aber die Applikation selbst funktioniert eigentlich nur mit dem Stelzenschlüpper. Der Mais ist in der Regel 2 Meter bis 2,50 Meter hoch, Anfang Juli, Mitte Juli, je nachdem, an den Hauptzünslerfluchzeiten ist nur mit Stelzenschlepper möglich. Und diesen Stelzenschlepper hat nur ein einzigster Landwirt, ein einzigster Lohnunternehmer bei uns im Kreis. Der spritzt also 1800 Hektar damit. Das heißt in der Natur, dass er eigentlich den wirklichen optimalen Bekämpfungszeitpunkt in der Regel nicht erwischt. Bei Einzelnen ja, und vor allem heißt in der Natur, dass er bekämpft an solchen Tagen wie heute, über den ganzen Tag, wo die Thermik dementsprechend Insektizide in die Luft verfrachtet oder eigentlich auch auf Nachbargrundstücke. Ja, die Kosten für Stuart und Applikation lagen im letzten Jahr bei 73 Euro. Ja, Wirkungsgrad 60%, bei zwei Applikationen natürlich das Doppelte. Und dann kommen wir aber auf 80% Wirkungsgrad durch die Applikation mit Stuart. Fakt ist, bei uns im nordbayerischen Raum, Zünsler muss unbedingt effektiv bekämpft werden. Ja, wir haben, wie angesprochen, keinen Witterungseinfluss. Die Kosten für BT-Mais sind bei 30 Euro. Und der Wirkungsgrad ist tatsächlich 100,0%. Und wenn man wie ich jetzt seit 20 Jahren die Landwirtschaft betreibt und dieses Bild nicht mehr kennt, dass der Mais wirklich zu 100% steht und Sie eine 200 Meter Reihe unten durchschauen können, dann bin ich von meiner Person als Betriebsleiter von der Technologie schon begeistert. Wir haben in den Anfangszeiten auch die Bekämpfung mit diesen Dichogramma-Schlupfwespen durchgeführt. Es ist aber momentan zu teuer, es ist zu arbeitsintensiv und wir haben also keinen Wirkungsgrad feststellen können. Keinen wesentlichen Wirkungsgrad. Wenn wir den Fusariumdruck im Mais senken können, dann haben wir automatisch, weil wir fluchlos wirtschaften, auch den Fusariumdruck nicht aber in der Folgekultur. Also wir bestellen ausnahmslos nach Mais Wintergetreide. Ja, auch wieder Problematik Wasser. So, und für mich ist eigentlich auch ein ganz klares Argument für den BT-Maisanbau, dass er in der Bundesrepublik Deutschland einfach zugelassen ist. Also, ja, der GVO, also der BT-Mais, ist für uns Qualitäts- und Ertragsabsicherung. Ja, natürlich ist das Tun
das wir machen, nicht ohne Proteste. Das muss ich aber sagen, nicht Gott sei Dank, gleichwohl muss man sagen, naja, es gab also mehrere Demonstrationen von Parteien, Bund Naturschutz, Greenpeace. Der Protest, muss man sagen, fand ausschließlich unter der Gürtellinie statt. Das ist eigentlich keine Art, ständig öffentlich beleidigt zu werden, bis hin zur Bedrohung unserer Kinder. Es ist also Kollegen von mir, die der Kinder angedroht worden, dass sie mal vorsichtig sein müssen, dass sie nicht ohne Schuhe nach Hause kommen. Ja, es wird sachlich einfach leider nicht diskutiert. Es wird sehr gerne emotional diskutiert, sehr gerne diskutiert auf nicht einer Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf Erkenntnissen von praktischen Erfahrungen. Und das habe ich jetzt also ganz, negativ erlebt. Bei uns sind die Verbrecher sehr stark eingeschüchtert worden. Man hat gesagt, wie kannst du denn so einen Verbrecher, das ist ja ein Verbrecher, der ist schlimmer wie ein Nazi. Ja gut, wie kannst du so einen Mann Flächen verpachten? Wobei ich sagen muss, das hat auch unser Verbrecher gesagt, öffentlich in der Zeitung gesagt, wir haben ein sehr familiäres Verhältnis zu unseren Verbrechern. Also es ist nicht so, dass hier irgendwo ein Keil von diesen dementsprechenden Leuten zwischen uns und unsere Verbrechte getrieben werden können. Er hat mich gebeten, in diesem Jahr auf den Anbau zu verzichten, hat auch politische Hintergründe, okay, hätte ich nicht unbedingt machen müssen, aber ich akzeptiere den Wunsch des Verbrechters. Ja, Organisationen gehen direkt weg, ist ein ganz interessanter Aspekt, sind wir dieses Wochenende ganz betroffen, weil dieses Wochenende ist die Organisation Gendreck weg auf meinen Flächen und hat mich der Herr Krollm vorletzte Woche besucht. Ist auch eine ganz neue Erfahrung für einen Landwirt und hat mir gesagt, dass mir wohl nichts passiert, also wir bleiben am Leben, aber meine Maisflächen werden auf jeden Fall zerstört. Müssen Sie erleben, das müssen Sie mal erleben, wenn jemand so provokativ, so mit einem süffisanten Lächeln arrogant auf Sie zukommt und Ihnen das erklärt. Gut, aber ich finde, es ist kein Akt von Notwehr und kein Akt der Zivilcourage, sondern einfach nur kriminell. Parteien wie die Grünen distanzieren sich leider nicht von dieser Aktion. Das Gentechnikfreie Bündnis im Landkreis Kitzingen distanziert sich in der Mehrheit von dieser Aktion, ganz eindeutig, leider nicht die Grünen. Ja. Im Frühjahr, am schönsten Tag im Frühjahr, gab es eine Demonstration mit irgendwo geschätzt 1000 Teilnehmern. Auch Landwirte dabei, die entweder schon 3 Jahre aufgehört haben oder in 3 aufhören. Muss man auch sagen, der Protest ist korrekt gewesen, ist korrekt abgelaufen, gibt es überhaupt die Diskussion, hat einem auch nachdenklich gestimmt. War legitimiert wird es natürlich auch immer dementsprechend mit dem Gottesdienst vorneweg. Ja, was aber auch ein bisschen nachdenklich stimmen sollte, dass aus den Reihen der Demonstranten gesagt wurde, jetzt haben sie den Dennerlein endlich aufgehängt, also das soll ich sein. Zu den Zukunftsaussichten aus meiner Sicht. Also wir stehen vor mehreren Herausforderungen. Ich habe Ihnen dargestellt, warum Mais. Der Maiswurzelbohrer bedroht, der ist in Bayern angekommen, der Maiswurzelbohrer bedroht den Maisanbau. Der Maisanbau ist in unserem Gebiet sehr wichtig und man muss wissen, dass in Bayern der Maiswurzelbohrer ein Quarantäneschädling ist. Also wenn er auftaucht, dann darf in einem Kreis von 1 Kilometer kein Mais mehr angebaut werden. Bei der sehr kleinen Struktur, die bei uns ist, heißt es für ganze Gemarkungen keinen Maisanbau mehr. Ja, der Klimawandel, ich vergleiche, sage das immer, im Landkreis Kitzingen spielte früher einmal der Braugerstenanbau eine sehr große Rolle. Aber das ist für mich der sichtbare Beweis für den Klimawandel. Man kriegt eigentlich in der kurzen Vegetationsdauer der Braugerste keine Braugerste mehr hin. Ich denke, dass wir insgesamt einen steigenden Nahrungsmittelbedarf haben. Und ich hoffe, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aus der Sicht vieler Kritiker ein naiver Gedanke, ich hoffe auf neue Konstrukte.
Und zum Beispiel die Trockentoleranz wäre für mich eine ganz hilfreiche Geschichte. Mein Resümee: Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gleich gerade auf der Bühne. Ja. Ich bin Wissenschaftler. Ich bin traurig und fast wütend und wehre mich gegen die Äußerungen von Ihnen, Herr Andreoli. Sie haben die Gesamtheit der Wissenschaftler, und ich bin einer von denen, in den Dreck gezogen. Sie haben beschämend dargestellt, wie die Gesamtheit, ich betone die Gesamtheit, undifferenziert der Wissenschaftler abhängig ist von der Industrie und im Grunde noch Dummheiten macht. Ich schäme mich dafür, schäme mich auch, dass noch geklatscht wurde bei Ihrem Referat. Sie disqualifizieren sich selber, wenn Sie alles zusammenwerfen. Es geht nicht nur um Gentechnik. Ich glaube, in der Krise, die wir sind, und wir sind in einer Krise im Agrar- und Ernährungsbereich weltweit, wir brauchen Innovationen, wir brauchen Wissenschaften, aber sie ziehen alle in den Dreck. Und das akzeptiere ich nicht und ich wehre mich dagegen. Und ich finde das schade, dass dies ausgerechnet hier an einer Forschungsanstalt so passiert ist. Ich wünsche Herrn Professor Schier und Herrn Dennerlein alles Gute. Wir brauchen solche Leute, wir brauchen alle Methoden. Wenn Sie einfach nur diese in den Dreck ziehen, das ist unethisch. Wir brauchen alle Methoden auf dieser Welt, um etwas zu tun. Ob wir es dann anwenden, ist noch was anderes. Aber nicht schon die Wissenschaftler in den Dreck ziehen. Darf ich? Darf ich der Transparenz wegen trotzdem noch sagen, Sie sind Wissenschaftler, waren bei Syngenta und arbeiten jetzt für Internutrition, eine Interessensvereinigung der Gentech-Industrie. Einfach, dass das noch... Ich habe hier ganz deutlich gesagt, 80% der Wissenschaftler werden von den Chemiekonzernen und Pharmakonzernen finanziert. Es gibt immer noch 20%, die nicht von den Agrarkonzernen finanziert werden. Leider können die 80% es nicht aushalten, wenn eine Kritik kommt. Wissenschaftler, die nicht mit Kritik umgehen können, haben etwas in ihrer Methode nicht kapiert. Es gibt keinen Fortschritt und Innovation, wenn es keinen Widerspruch gibt. Und wenn der Widerspruch nicht mehr ermöglicht wird, und wenn dann Wissenschaftler sich dafür schämt, weil er widersprochen wird, dann kommen wir nie weiter. Und wenn es noch mit Syngenta zu tun hat, muss ich hier ganz deutlich sagen, Syngenta hat in meinem Land Pistoleros, Söldnertruppe, im Oktober auf Menschen geschickt, weil diese Menschen das Land besetzt haben. Und das Land gehört zum Nationalpark von Iguazu, ein Naturschutzgebiet. In diesem Gebiet haben die sogenannten neutralen Wissenschaftler gegen das Gesetz Genmais angebaut. Als die Gesellschaft reagiert hat, haben sie Pistoleros draufgeschickt und die Menschen da ermordet. Und das muss hier gesagt werden in der Schweiz. Da haben wir ja schon mit Menschenrechtsverletzungen zu tun. Innovation ist ja toll. Nicht alles, was neu ist, ist Innovation. Und nicht alles, was Innovation ist, ist Fortschritt. Wir müssen mal ganz differenziert achten, was da los ist. Wenn wir doch wissen, dass die Erfahrung weltweit zeigt, dass diese Technik gescheitert ist, warum soll Europa das Spiel mitmachen? Und sollen wir den Europäer, die einen riesigen Informationszugang haben, anders als in anderen Ländern, die ein Hochschulausbildungssystem haben, die es ermöglicht, dass die Menschen informiert sind, dass diese Menschen Agrogentechnik ablehnen, hat damit zu tun, dass das nicht das erste Mal ist, dass die Erfahrung machen mit einer Technik, die gescheitert ist. Und die haben das Recht, es abzulehnen. Und es gibt keinen Sachzwang. Es gibt überhaupt nicht, es gibt keinen Sachzwang in der Wissenschaft. Auch wenn manche glauben, es gäbe eine Statistik, so wie in der Mittelalter gibt es eine Bibel, muss man glauben, jetzt gibt es eine Statistik. In der Statistik muss man glauben. Man muss verstehen, wie man zur Statistik kommt. Und wenn es so schön hier war mit der Fruchtfolge, was bedeutet es, eine herbizidresistente Pflanze zu haben? Im nächsten Jahr ein neues Unkraut zu haben, die man nicht mehr bekämpfen kann durch Herbizid. Sehr toll für die biologische Diversität.
Das ist meine Ansicht. Ich wollte hier keinen Mensch eingreifen. Ich habe über Fakten geredet, über meine Position. Und wer diese Kritik nicht aushalten kann, kann ich nicht als Wissenschaftler bezeichnen. Nächste Frage hier vorne. Herr Andreoli, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihre 80% der gekauften Wissenschaftler auch eine Statistik ist. Sie stützen sich auch auf Statistiken. Und notabene möchte ich Sie als Wissenschaftler fragen, woher haben Sie diese 80%? Mit welcher Untersuchung, ich möchte die Daten, ich möchte die Untersuchungsmethode, mit welcher Untersuchung haben Sie diese 80% dargestellt? Wenn Sie mir das nicht zeigen können, dann muss ich sagen, dass Sie hier Glaube verbreiten. Sie haben, das ist sowas zu den Statistiken. Das Zweite, Sie haben nicht nur die Forschenden beleidigt, Sie haben auch das nationale Forschungsprogramm Nummer 59 aufs Heftigste beleidigt. Und ich finde das eigentlich schon ziemlich ein dickes Stück. Ich habe am Anfang gezeigt, dass das nationale Forschungsprogramm Nummer 59 interdisziplinär forscht. Wir haben Philosophen, Ethiker, wir haben Agronomen, Ökonomen, interdisziplinär im besten Sinne. Und Sie, Entschuldigung, wir haben das. Und der Herr Andreoli kommt hierher und sagt, die Forschung, das seien alles Fachidioten. Das ist eine Beleidigung und Sie können diese Beleidigung nur aussprechen, weil Sie bei meinem Referat nicht zugehört haben und sich auch nicht die Mühe genommen haben, das nationale Forschungsprogramm Nummer 59, welches ein Auftrag des Schweizerischen Bundesrats, das ist zu Ihrer Information unserer Regierung, dieses Programm haben Sie beleidigt und Sie haben sich nicht die Mühe genommen, sich damit auseinanderzusetzen. Danke. Also Sie gehen ja schon selber davon aus, dass ich nichts beweisen kann. Das bedeutet, dass Sie zuhören. Ne? Das bedeutet auch, wenn Sie sagen, ich hätte gesagt, dass alle Fachidioten sind. Ich sagte, dass ich davon ausgehe, dass die meisten Wissenschaftler nicht alle so eine Absicht haben, was eigentlich dahinter steckt. Denn es gibt ja auch noch die Fachidioten. Ich sage nicht alle, aber es gibt sie doch, oder? Was ich jetzt mit Statistiken meine, ich kann Ihnen die genauen Zahlen geben. Es gibt einen Wissenschaftler aus Norwegen, der hat das genau untersucht, wie man da 80% der gekauften Wissenschaftler darstellen kann. Ja, ich gebe es alles später gern und Sie können auf meiner Homepage kennen, wir bleiben weiter in Kontakt. Ich habe kein Problem mit Kritik. Das ist eigentlich der Sinn von Wissenschaft. Denn ein Wissenschaftler, der glaubt, der weiß schon, der ist kein Wissenschaftler mehr, der muss ja weiter suchen, deswegen freue ich mich. Was ich sagen kann, auch in Europa, was bedeutet Drittmittelgelder? Was bedeutet Privatisierung von Universitäten? Wie viel Hoffnung müssen wir haben, dass es nur 80% ist? Ein Wissenschaftler aus Norwegen hat 80% festgestellt. Ja, ist, was es gibt von der Statistik. Man geht davon aus und untersucht die Herren alle, wie sie alle so heißen, woher kommt das Geld? Das kann man herauskriegen. Die meisten Wissenschaftler haben Aufträge von den Chemiekonzernen. Naja, so ist es. Ich gebe die genauen Zahlen gerne weiter. Ich habe kein Problem damit. Ich kann auch ganz deutlich sagen, wer mich finanziert hat. Das war der Evangelische Entwicklungsdienst in Deutschland. Ich freue mich, dass es solche Institutionen der Zivilgesellschaft gibt, die es erlauben, dass Wissenschaftler aus der sogenannten Dritten Welt kommen und auch hier einen Beitrag leisten können zur Entwicklungspolitik. Ich freue mich, hier etwas über meine Forschung zahlen zu können, die mit deutschen Geldern finanziert wurde. Ganz deutlich, das sind keine Gentechnik-Gegner-Gelder. Das sind eigentlich Institutionen, die nicht von den Chemiekonzernen abhängen. Und dann sollten alle Wissenschaftler hier deutlich sagen, hier, die alle, die hier sind, von wem ist er hier finanziert? Dann kommen wir vielleicht auf diese Prozente. Also, zuerst Herr Schmidt und dann die Dame noch. Also ich möchte vielleicht einige Dinge ein bisschen präzisieren. Die Leute, die hier als Wissenschaftler sind, sind solche, die sich nicht mit der Entwicklung von Gentech-Organismen befassen, sondern mit den Risiken, die diese darstellen. Also wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, die behauptet, seien schon beantwortet. Aber als Wissenschaftler sind wir immer an der Falsifizierung interessiert.
Also ich würde zum Beispiel sagen, ich würde wahrscheinlich jeden seinen Ausgang falsifizieren können. Das heißt also, zeigen, dass sie falsch waren. Das andere ist, dass zum Beispiel die Aussage, dass wenn wir Landwirtschaft machen, GV-Pflanzen und so, dass diese dann immer mehr Schädlinge, mehr Unkräuter und so weiter nach sich ziehen. Das wäre im Schweizer Gesetz sehr erwünscht, oder? Weil wir wollen ja, dass die Diversität nicht zurückgeht. Das wäre also ausgezeichnet, oder? Ich meine, das ist jetzt typisch, oder? Wie die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler, die versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Wenn es um die Biodiversität geht, dann sind für uns die Schädlinge und die Unkräuter etwas sehr Wichtiges, weil auf diesen Unkräutern zum Beispiel wieder andere Nützlinge leben können, weil darauf Bestäuber sein können, die auch andere Pflanzen bestäuben. Also, das ist der eine Punkt, den ich erwähnen wollte. Und im Übrigen denke ich, wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler sind richtig, alle, doch, aber das ist vielleicht ein rhetorischer Punkt, den Sie da verwendet haben. Wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler hätten nicht recht, dann frage ich mich, woher Sie Ihr Wissen haben. Und weil Sie beziehen sich dann doch auch wieder auf irgendwelche Wissenschaftler, die es an einem bestimmten Ort noch geben muss. Also, aber nochmals zur Wiederholung. Alle diese Forschung im NFP 59... Alle diese Leute im NFP 59 sind von den Steuerzahlern bezahlt. Das sind wir. Es gab eine Frage hier in der Mitte. Also ich bestehe nur darauf, dass ich gesagt habe, 80%, das ist ja aufgenommen, kann man nochmal im Video sehen. Mein Name ist Gertrud Abt. Wir haben zu Hause einen Biobetrieb und bauen Süßmais an. Beim Süßmaisanbau müssen wir eben darauf achten, dass wir nicht Nachbarparzellen vom Nachbarn haben, die den gewöhnlichen Körnermais anbauen, weil das dann Fremdbestäubung gibt und wir dann im Süßmaiskolben einzelne Körner finden, die dann eben Körnermais, also Futtermais, also eingetragen wurde. Von mir aus gesehen, diese Diskussion und die ganze NFP 59 ist für mich absolut überflüssiges Geld rausgeworfen, weil die Praxis zeigt, dass eine Koexistenz nicht möglich ist. Ich wollte das dazu sagen. Meine Meinung? Weitere Intervention, vielleicht hier auf der linken Seite, dieser Herr. Und ich bin ehemaliger Mitglied eines der größten Lebensmittelkonzerne der Schweiz und habe mich mit GVO in den letzten 30 Jahren sehr beschäftigt. Und ich möchte sagen, dass ich mir große Sorgen mache, als Vater und als Großvater, über die Entwicklung von patentierten Pflanzen. Dass es überhaupt möglich ist, etwas zu patentieren, was es in der Welt seit der Evolution gibt, ist für mich ein Unsinn. Dass Herr Andreoli das in guten Worten gesagt hat, dass das dass Macht ausgeübt wird von Großkonzernen. Das muss heute gesagt werden und dass die Wissenschaftler, die dort arbeiten, das häufig tun, ohne zu wissen, dass sie mithelfen, diesen Machtanspruch zu unterstützen. Das möchte ich sagen. Sie sind sicher nicht immer in der Lage zu wissen, wo sie da mithelfen. Das sage ich jetzt einfach mal. Mit der Food-Waffe zur Weltmacht. Das ist etwas, was heute läuft in der Welt. Und da werden Abhängigkeiten geschaffen, die uns nur große Sorgen machen müssen. Allen, und zwar vor allem den Eltern und den Großeltern, so wie ich einer bin. Ich muss mir sagen,
die Lebensmittelunabhängigkeit in der Schweiz, das ist eine großartige Sache, und die direkte Demokratie hier, dass hier ein Moratorium ist, das ist ja ein Glücksfall. Ein Glücksfall. Und ich hoffe, dass dieses Moratorium aufrechterhalten wird, und zwar nicht nur für 3 Jahre, sondern für überhaupt. Und das ist auch für die ganze Welt eigentlich zu erhoffen. Ich muss sagen, das habe ich schon gesagt, Patentierung von Genen, das ist eine absolute Unmöglichkeit. Und diese Machenschaften, die Andreoli gesagt hat, von Monsanto, Syngenta, das sind kriminelle Machenschaften, das weiß ich, weil man darüber ja im Fernsehen auch schon sehr gute, zum Beispiel arme Sau oder oh ja, das goldene Korn, das Reis in den Philippinen, wie man sieht, wie dort die Menschen ausgebeutet werden, die zum Schluss nicht einmal mehr ihr eigenes, der Reisbauer nicht mal sein eigenes Reis hat, um seine Familie zu ernähren. Ja, guten Tag, ich heiße Uschi Posorski und ich komme aus dem Landkreis Kitzingen und ich möchte den Herrn Dennerlein ansprechen, der mir jetzt hier zum ersten Mal begegnet, obwohl ich auf sehr vielen Veranstaltungen war und auch auf der Veranstaltung, auf der diese Puppe gezeigt wurde. Und ich möchte ein Missverständnis aufklären. Wenn Sie die Puppe von der anderen Seite fotografiert hätten, dann hätten Sie gesehen, dass da ein Biolandwirt aufgehängt wurde und nicht Sie. Also das heißt, eigentlich war das eine Demonstration derer, wie sie sich fühlen im Landkreis Kitzingen angesichts der Tatsache, dass sie dort in so einer großen Menge, in so einer großen Fläche Genmais anbauen wollten. Sie haben ja etwas zurückgezogen, einiges. Ich möchte auch nicht darauf eingehen, auf die wissenschaftliche Debatte, weil ich keine Wissenschaftlerin bin. Ich höre mir das an und bilde mir meine Meinung, aber ich kann da nicht mitdiskutieren. Aber ich kann etwas sagen zu dem sozialen Klima, das wir inzwischen im Landkreis haben und in den Dörfern. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo wirklich großflächiger angebaut werden soll und die Leute diskutieren, sie streiten, sie reden zum Teil nicht mehr miteinander, sie beschimpfen sich, auch die Kinder zum Teil machen das untereinander, das ist richtig. Und die Kinder reagieren emotionaler als ihre Eltern, die das besser kontrollieren können. Und wenn eine Technik schon am Anfang solche sozialen Streitereien, solche Spannungen auslöst, solche Probleme aufwirft, dann kann ich eigentlich gar nicht verstehen, warum Sie, Herr Dennerlein, nicht in der Lage wären, noch einige Jahre abzuwarten, die Situation zu beobachten und dann vielleicht später zu sehen, es gibt auch andere Möglichkeiten, mit dem Maiszünsler fertig zu werden. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich habe gelesen, es gibt etwas, das heißt Soft Breeding, und dort wird über eine Kombination von Gentechnik und Züchtung, konventioneller Züchtung, versucht, eine Pflanze, eine Maispflanze zu schaffen, die Resistenzen gegen den Maiszünsler aufweist. Und das wäre ein Weg, ohne Patentierung und ohne BT-Gift in die Natur zu bringen. Dankeschön. Ich muss hier sagen, es gibt eigentlich, ich sag mal, 3 wesentliche Gruppen in der Bevölkerung in Kitzingen. Ja, der Landkreis Kitzingen hat ungefähr 85.000 Einwohner. Ich sage mal, mindestens 70.000 davon sind die schweigende Masse. So, und dann gibt es Leute, die sprechen mich an. Die sprechen mich an und sagen, muss das sein, so und so und so. Und durchaus kritisch. Und im Gespräch ist mit dieser Gruppe das plausibel zu machen, wieso, was ist. Es gibt aber eine weitere Gruppe, da ist jegliche Diskussion überflüssig. Und wenn hier angesprochen wird, zum Beispiel die Veranstaltungen mit Börsis Meiser, diese Film Die arme Sau, das könnte ich Ihnen jetzt durchwegs auseinandernehmen. Aber gut, das ist die Zahl, bloß eins zur armen Sau. Wenn Sie wissen, Wenn hier gezeigt wird, dass mehrere Farmer oder einige Farmer in den USA hier pleite gegangen sind, dann muss ich sagen, das ist auf der ganzen Welt gekunstig. So, und die sagen aber, sie sind pleite gegangen, weil sie von der bösen Firma Monsanto ein Konstrukt angebaut haben, das eben zur Fruchtbarkeitsunfähigkeit ihrer Tiere geführt hat. Dann müsste ich sie schon in der Gegenfrage fragen, wieso produziert die amerikanische Landwirtschaft mittlerweile im 9. Jahr in Folge mehr Fleisch. Zweitens,
muss ich sagen, Holland ist der größte Importeur von US-Mais. Wieso haben die holländischen Betriebe die höchsten Ferkelzahlen in Europa? Ich kann es Ihnen beantworten, das hat einfach damit zu tun, weil weniger Schädlingsbefall, weniger Mykotoxine bedeuten und höhere Fruchtbarkeit. Ich muss Ihnen sagen, in dem Ort, wo ich wohne, ist mir von dem Phänomen, was Sie sagen, nichts bekannt. Und das, nein, das ist ganz, ganz eindeutig so. Ich bin nach wie vor, wissen Sie, weil Sie das sagen, bei uns war jetzt Kirchenvorstandswahl und meine Tochter ist im Kirchenvorstand mit einer Stimme weniger wie den meisten Stimmen gewählt worden. Also das, und ich bezeichne unsere Familie schon als Christen. Nur ich muss, da dürfen wir froh sein, dass das so ist, weil ich muss immer die andere Backe hinhalten. Und das tut einfach doch einmal irgendwo mal schon weh, wenn man sich ständig diffamieren lassen muss von Leuten, die keinerlei Argumente akzeptieren. Das ist einfach ein Problem. Aber denn wer, das muss man ja auch immer ganz klar sagen, wer schürt denn den sozialen Unfrieden? Sind es denn nicht Leute, die in der Politik oder in verschiedenen Verbänden entweder schon was sind und eine herausragende Leistung vollbringen wollen oder was werden wollen, wie unser wunderbarer Hans Blade, der eben einfach nur in den Landtag einziehen will und einfach kein anderes Thema findet. Aber ich lade Sie gerne ein, wir schauen uns einmal den Hans Blade seine Flächen an. Ich möchte es mal so stehen lassen. Noch, es gibt eine letzte Frage, nachher ruft das Mittagessen. Mein Name ist Wotmann Walter vom Komitee Gentech Freies Zürich Nord. Es wurde vielfach angesprochen, das NFP 59, also das nationale Forschungsprogramm. Ich möchte vielleicht kurz erwähnen, dass im Jahre 2007, also ein Jahr vorher, bevor das bewilligt wurde, gab es im Parlament massive Gelderkürzungen, und zwar im Bereich Biolandwirtschaftsforschung, also dem FIBL, das ist ein Institut, das sich mit Biolandwirtschaft befasst, ein Forschungsinstitut, dem wurden Gelder massiv gekürzt. Und dafür wurden dann diese Gelder umgeleitet in das NFP 59. Obwohl, und jetzt kommt der Punkt. Nein, das ist kein Schwachsinn. Zuhören bitte. Ja, darf ich bitte fertig reden? Zuhören bitte. Zuhören! Aus Sparargument hat man den FIBL Geld gekürzt und man hat es anderen bewilligt. Das ist einfach Fakt. Reagieren. Man soll doch zuhören, oder? Ja, ich hoffe es. Ja, gut. Und dann möchte ich auch, es gibt ja die Genpflanzen, die als Fakt gelten. Es ist aber auch Fakt, dass in der Schweiz mehrere repräsentative Umfragen stattgefunden haben, wo bis zu 85% der Bevölkerung den Verkauf von Gentech-Lebensmitteln gar nicht oder weniger gut finden. Das ist auch ein Fakt. Es gab eine Volksabstimmung für ein Moratorium, wo die Mehrheit der Bevölkerung das nicht will. Und trotzdem geht man auf dieser Linie weiter. Ich frage mich nun, ob man da Forschungspolitik am Volkswillen vorbei betreibt. Und dann möchte ich noch eine Antwort geben, ganz kurz. Können wir die Antwort auf den Nachmittag verschieben? Es geht um das eigenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Außerhumanbereich. Ich möchte vielleicht auch sagen, was die geschrieben haben, wegen Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit. Weil es gab verschiedene Fachstellen, die mussten Stellung nehmen zu diesem Versuch hier. Und die Eigenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Außerhumanbereich, EKH, hat in Kapitel 3f, hat sie Folgendes gesagt. Politische Rahmenbedingungen. Die zu beurteilenden Freisetzungsversuche werden, sofern ihre Durchführung bewilligt wird, vom Nationalfonds finanziert. Sie bilden das Kernstück der im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms zu Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnischer Pflanzen bewilligten Projekte. Viele weitere im Rahmen der NFP 59 finanzierte Projekte stehen im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit diesen drei Gesuchen.
Es wurde deshalb thematisiert, dass diese enge Verzahnung zwischen Finanzierungsbewilligung des Nationalfonds und dem Bewilligungsverfahren um die Durchführung der Feldversuche die Unabhängigkeit des Bewilligungsverfahrens tangieren könnte. Zwar gilt die Finanzierungszusage des Nationalfonds unter der Bedingung, dass die Versuche von der Bewilligungsbehörde erlaubt werden. Aufgrund des grossen Gewichts dieser Feldversuche in MFP 59 könnte dies aber einen nicht zu unterschätzenden politischen Druck auf die Bewilligungsbehörde ausüben. Und das wurde auch gemacht und es wurde auch bewilligt. Und der Gipfel vom Kartenbrot ist noch der. Ich habe eine Petition lanciert, wo Bundesrat Leuenberger hat mir auf diese Petition Antwort gegeben und er hat steif und fest behauptet, ich habe das Papier hier, er hat steif und fest behauptet, alle Kommissionen und Fachstellen hätten diese Versuche, die da jetzt stattfinden, bejaht. Es sind mindestens zwei Fachstellen, die es nicht bejaht haben, sondern sich kritisch geäußert haben, aber weder eine Ja noch eine Nein ausgegeben haben. Und da muss ich einfach fragen, wie geht man mit der Wahrheit um? Auch auf Seiten vom Bundesrat. Prinzipiell ist zu sagen, mir persönlich und dem NFP 59 ist es vollkommen wurscht, ob sich die Gentechnologie durchsetzt oder nicht. Wir untersuchen nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewogen das Pro und das Contra. Das sei mal gesagt, damit meine Rolle hier ganz klar ist. Ihre Aussage, dass die Gelder vom Fibel zum NFP flossen, ist falsch. Weil die Gelder fürs NFP, es ist falsch, weil die Gelder vorher gesprochen wurden. Okay? Warum forscht man, warum, ja, da können Sie auch sagen, es wurde bei den Schulkrippen geholt oder es wurde bei der Polizei geholt, ich weiß es nicht. Sie haben sich jetzt einfach einen Lieblingsfeind ausgesucht. Es stimmt nicht, was Sie sagen. Wissen Sie, das sind zwei verschiedene Forschungstöpfe. Okay, also studieren Sie die Forschungsgeldverteilung, dann können wir weiterreden. Was Sie jetzt gesagt haben, ist falsch. Okay. Das Zweite, warum will der Bundesrat dieses NFP 59 trotz Moratorium Anbau forschen wir? Okay, forschen wir. Nicht im Labor. Das Forschungsprogramm heißt Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen. Wie wollen Sie wissen, wie gentechnische Pflanzen auf die Umweltbedingungen reagieren im Labor? Können Sie nicht forschen. Also, es ist Wille des Schweizer Volkes, das hat die Abstimmung gezeigt, kein kommerzieller Anbau, Forschung ja, haben alle Pro-Komitees gesagt. Ist das die Antwort auf Ihre Frage? Wir wollen Forschung. Das Schweizer Volk will Forschung. Ihr Argument, 80% der Leute sagen, sie wollen kein Gentech-Food kaufen, ist okay, ist völlig okay, die müssen auch nicht. 10% nicht mal der Schweizer Bevölkerung sagt, wir wollen Bio. Und trotzdem, ob schon nur 9% Bio kaufen, ist Bio nicht verboten. Gut. Ich entlasse jetzt ins Mittagessen. Darf ich nochmal um Ruhe bitten, bitte? Ich entlasse jetzt ins Mittagessen. Es gibt draußen, es ist signalisiert, Würste. Wir treffen uns hier wieder um genau in einer Stunde. 20 vor 2 geht es hier wieder weiter. Ich wünsche Ihnen einen guten, entspannen Sie sich, gute Gespräche.